Willkommen bei How to Make a Cocktail. Ich bin der Mike und ich zeige euch heute, wie ein Sex on the Beach zubereitet wird. Dazu brauchen wir heute einen Wodka, einen Peach Tree, einen Pfirsichlikör, einen Lime Juice, einen Meppensaft, einen Zitronensaft, einen Orangensaft, einen Ananassaft und etwas Grenadin, einen Granatapfelsirup. Zum Mixen brauchen wir einen Boston Shaker. Den füllen wir mit etwas Eis, um das Glas herunterzukühlen und den folgenden Cocktail. Dann benötigen wir ein Servierglas, in dem Fall ein Fensterglas. Dazu kühlen. Dann arbeiten wir mit einem Jigger, einem Messbecher auch genannt. Das ist, brauchen wir die 5 cl Wodka. Und 3 cl Peach Tree für sich Likör. Lime Juice, 1 cl Zitronensaft, 4 cl Orangensaft, 4 cl Ananassaft. Einen Barlöffel Grenadin, genannt Granatapfelsirup. Das Ganze shaken wir dann mit dem Boston Shaker einmal kräftig durch. Dann benötigen wir einen Strainer, auch genannt Barsieb, um das Ganze vom Eis zu trennen. Lassen auch das vorgekühlte Eis raus. Wir füllen das neue Fensterglas mit einem Crushed Eis, weil es schöner aussieht an dem Gast. Strain den ganzen Sex on the Beach ab. Kurz voran. Schütteln ihn nochmal kurz durch, damit etwas Schaum sich bilden kann. Zwei Strohhalme. Dekoration, in diesem Fall haben wir sie schon vorbereitet. Orange mit Kirsche. Und servieren den Stand den Gast zu.